Thema Absaugung, es geht schon wieder los. Heute werde ich ein ganz tolles Teil verbauen, mit dem ich die Werkstatt hoffentlich noch besser ordentlich halten kann und vor allen Dingen dann, wenn halt Späne anfallen, die auf dem Boden landen, dass ich die halt eben besser aufräumen kann. Was ist das für ein Teil? Ich zeig's euch. Ihr seht hier wieder einige Rohrbauteile, ein paar 50 cm Stücke, ein paar 90 Grad Stücke, viele, viele Abzweige stehen da hinten, denn es werden einige Maschinen noch an die Absauganlage angeklemmt. Diese ganzen Teile habe ich wieder vom Absaugprofi. Da wird es auch noch ein Video geben, in dem ich euch mal zeigen, wie deren Lager aussieht. Aber das dauert alles noch ein bisschen, deswegen abonniert am besten den Kanal. Mit welchem Bauteil fangen wir heute an? Wann ist denn jetzt? Es ist verschwunden. Schon wieder verschwunden, da hinten steht's. Dieses tolle Teil werden wir heute verbauen, und zwar ist das ein Bodeneinkehr. Eine Bodeneinkehröffnung. Das bedeutet, da könnt ihr einfach eure Späne auf den Boden dann reinkehren und die werden dann in die Absauganlage reingezogen. Ich zeige euch direkt, wo dieses Teil hinkommt, wo es in meinen Augen auch am meisten Sinn macht. Hier links neben mir seht ihr meine Maschineninsel. Da steht einmal die Formatkreissäge und einmal der Abrichthobel. Hier finden auch immer die Drechselkurse statt. Das bedeutet, hier fallen immer jede Menge Drechselspäne an. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, dieses Teil hier ganz auf dem Boden zu positionieren, dass ich hier im ersten Punkt erstmal die ganzen Späne reinschieben kann, dass die in die Absauganlage eingezogen werden. Das Bauteil hier hat aber noch eine Funktion in dem Fall. Und zwar habe ich ja hier diese senkrechte Leitung, da liegt die Hälfte auch schon auf dem Boden. Ich will einfach mit diesem Teil hier die senkrechte Leitung hier so ein bisschen stabilisieren, dass auf dem Boden das Ganze richtig befestigt ist. Und wenn ich hier die Absperrschiebe halt eben betätige, dass ich da nicht immer die ganze Leitung irgendwie zum Wackeln bringe. Das ist so der Gedanke, den ich dabei hatte. Und deswegen schauen wir mal, dass wir das hoffentlich ganz entspannt heute dran bekommen. Ich habe es schon angesprochen, das ist nicht das einzige Thema zum Thema Absauganlage. Ich habe hinten ja die Absauganlage stehen. Hier werden drei Auslässe rankommen für die Kursdrechselbänke. Dann ist hinter mir endlich noch der Langbandschleifer dann auch an der Reihe. Da werden zwei Absaugpunkte im Prinzip drankommen. Daneben dran ist noch die Bandsäge. Dann habe ich aber noch einen Anschluss. Das ist der zweitlängste Anschluss in dem ganzen System. Und zwar ist das, ich zeige es euch einmal, hier die Tischfräse, die steht da die ganze Zeit ungenutzt, die muss nämlich abgesaugt werden können. Und dann haben wir noch eine Maschine. Und zwar ist das da hinten die Pendelsäge, da ist noch keine Absauganlage dran. Das bedeutet, das werden alles so ein paar einzelne Themen. Das heißt, wie gesagt, wenn dich das Thema Absaugung interessiert, ich werde das hier relativ genau zeigen, wie das Ganze funktioniert und wieso da der Fortschritt halt eben pro Absaugpunkt dann halt eben aussieht. Jetzt geht es aber erstmal mit dem Teil los. Hoffentlich funktioniert es. Hier müssen erstmal ein paar Sachen runterkommen. Da habe ich nämlich provisorisch so ein paar Dinge mal angeklemmt, was gar nicht so wirklich viel Sinn gemacht hat. Das heißt, hier der Anschluss kommt erstmal runter. Und ich habe auch in diesem Fall viele, viele neue Spannringe, denn ich habe einfach gemerkt, dass bei den gebrauchten alten Spannringen, die laufen alle nicht mehr so wirklich gut. Das war ein absoluter Graus, die zu benutzen. Und die waren im Endeffekt auch nicht so wirklich dicht. Das heißt, hier werden viele neue Spannringe drankommen. So, hinten die Drechselbänke sollen ja auch angeklemmt werden. Und damit ich das hier gerade einmal abzweige, mache ich das hier alles mal weg. Damit ich im besten Fall hier... Ach nee, das ist richtig scheiße, ey. Das ist wieder so ein Projekt. Ich werde mich so hart aufregen, wie wieder 20 Mal. Rohrbauteil entfernt. So, also hinne soll ein 120er Abgang darüber. Also muss hier auch erstmal. Das ist das Schöne an der Metallrohrleitung. Wenn man sich da so ein bisschen reingefuchst hat, dann kann man nachträglich das ganze System auch wieder abändern. Einmal 120 in da hinten die Richtung. Also damit ich unten diesen Bodeneinkehrschacht machen kann, muss ich jetzt als erstes hier die Leitung rüber zu meiner Hauptdrechselbank legen, damit das festsitzt, damit ich da von dem Abstand richtig zum Boden herkomme. Das bedeutet, das ist ein kleiner Zusatz, wenn die Drechselbänke abgesaugt werden. Das werden wir also jetzt auch direkt machen. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Also boah, fürchterlich.
Also Leute, riesiger Punkt, den ich hier ansprechen will. Kauft euch beim Absaugprofi Stockschrauben. Ich habe gar nicht gewusst, also klar, ich habe die irgendwie gekannt, aber die sind viel, viel entspannter zu benutzen, wenn man hier die Montageschellen montiert, dass ihr halt eben nicht diesen Platten benutzt. Die könnt ihr gut benutzen, wenn ihr eine Holzwand habt, aber bei einer Steinwand kauft euch Stockschrauben. 8er Stockschrauben reichen vollkommen aus mit ein paar Holzübel, ja. Mit ein paar Dübeln hier in die Wände, funktioniert viel, viel besser. Der nächste Punkt ist, kauft euch hier definitiv, wenn ihr das macht, neue Schellen. Ey Leute, das macht so einen riesen Unterschied. Ich zeige euch mal, hier draufstecken. Richtig drum hier dran passen. Das war's. Es ist so ein riesen Unterschied. So. Wie habe ich die Durchmesser an den Drechselbänken dimensioniert? Ich habe eine 140er Hauptleitung. Von dieser Hauptleitung gehen 120er Abzweige zu den Drechselbänken und von dem 120er Abzweig geht dann ein 100er, also von 120 auf 100 dieser Konus, damit ich im Endeffekt einen 100er Absaugschlauch an der Drechselbank habe. Einfach nur, dass ich an der Rohrleitung fast den größtmöglichsten Durchmesser habe, auch mit dem Material, was ich schon habe. Ich habe viele 120er Rohre, deswegen habe ich 120er gewählt und nicht 140er Rohre. Das mal nur hier ganz am Rande. Für oben die Krümmung benutze ich Schlauchanschlüsse, weil das ist so verwinkelt, dass ich da einfach dieses kurze Stück mit einem Schlauch überbrücken werde. Und deswegen hier ein 120er Schlauchanschluss. Das Ganze kommt jetzt hier dran. Das ist kein Ein-Mann-Job. Leer. Ha! Scheiße. Da. Boah. So. Jetzt machen wir den da einfach dran. Ganz einfach. Keine Probleme. So, den Bodeneinsaugtrakt, den werde ich mit Schlagdübeln am Boden dann befestigen. So. Puh, Alter, Spannenschelle. Mein Endgegner. Ich werde euch gleich sagen, wofür diese ganzen Abgänge sind, aber als erstes muss ich jetzt mal noch die Hobelmaschine anschließen. Spannschelle. Ich hasse die Teile. Und wieder mal ein wunderbarer Zeitsprung. Aber da hinten machen wir jetzt direkt weiter. Diese Leitung, die hängt ein bisschen schief, weil die zu weit oben hängt. Deswegen werden wir jetzt ein Hölzchen herstellen, was wir dann drunter schrauben werden, damit das Ganze passt. Das ist das Problem. Es ist mehr Aufwand, jetzt ein passendes Rohr herzustellen. Oder ist es mehr Aufwand? Boah, ich will eigentlich nicht die Rohrleitung wieder auseinander machen. Ja, nee, es ist weniger Aufwand, der Hölzchen herzustellen. Deswegen machen wir jetzt ein Hölzchen.
Mir ist da noch zu viel Dreck auf dem Bohlen, deswegen werde ich die gerade einmal grob auf den Langbandschleifer schleifen, damit der Dreck einmal schnell runtergeschliffen wird. Da ist auch was schon im Hintergrund, denn die Absauganlage hängt auch an dem Langbandschleifer. Ist ja schon gut. Ich habe gerade selbst festgestellt, was das für eine dumme Idee ist. Deswegen habe ich jetzt hier ein Rohr, was ich kürzer machen werde. Cheers. Wenn du möchtest, kannst du... Doch, Rohr, war das denn Zwischer oder wie? Das war dann Zwischer, aber ja. Das war zu kurz. Mach jetzt mal Ule. Ja. Aber die richtige LKW, das ist ja echt... LKW-Jagd schon wieder. Das ist schon scheiß Arbeit. Hip mal hier so ein bisschen hoch. Jetzt bin ich mal gespannt. Das System ist fertig montiert und ihr habt gesehen, wie das Ganze funktioniert, wenn hier Hobelspäne liegen. Ganz, ganz wichtiger Punkt, das waren extrem viele Hobelspäne und wann immer man eine große Menge an Hobelspänen aufzieht oder wegsaugt, dann geht die Leistung immer so ein bisschen runter, weil erstmal das Material gefördert werden muss. Das System hier, also speziell das System mit dem Einschiebschacht, ist dafür gedacht, dass die Späne, die hier halt eben anfallen, dass man die zwischendurch einfach mal wegkehren kann. Dann sind das nicht so große Mengen und dann funktioniert das Ganze auch wesentlich besser. Das hier war jetzt einfach fürs Video auch nochmal ein Härtetest. Also so viele Späne werden hier eh niemals liegen und wenn das hier der feine Staub ist, dann funktioniert das nochmal eine Schippe besser. Das soll es heute gewesen sein. Ihr habt gesehen, da ist die Absaugleitung, die geht noch ein bisschen weiter und das Ganze wird es im nächsten Video geben, denn da wird auch dann direkt die Pendelsäge noch mit angeklemmt und deswegen soll es das für heute gewesen sein. Tschüssi!